Wieder zurück aus der Sommerpause in Dead Space. Ich weiß gar nicht, ob das das erste Video ist, was nach der Sommerpause rauskommt. Möglich wär's. Wir wissen auch noch gar nicht, wann genau die Sommerpause aufhören wird. Wir wissen nur, dass wir jetzt wieder aufnehmen. Also, wir haben uns über den Sommer super koordiniert. Was wir daran erkennen, kann ich keine Ahnung haben, was wir machen müssen. Wir müssen da lang gehen. Das ist ja schon mal gut. Oh, da liegt irgendein Krüppel. Ich bin einfach mal gutgläubig und denke, da passiert doch nichts mit dem. Geh auf. Ich glaube, vor der Sommerpause sind wir hier durchgegangen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und jetzt wieder... Wir haben gefühlt einige FPS verloren, oder? Die sind gerade im Sommerurlaub. Die sind noch im Sommer im Urlaub. Hat zwar gesagt, dass wir da anfangen. Gesundheit. Na, haust du ab. Darf ich mal kurz? Tut mir leid, wollte ich nicht. Deswegen drehe ich gleich nochmal nach. Mach auf! Das war ein Medikit. Weißt du überhaupt, was unsere Aufgabe ist? Naja, guck mal, er strahlt. Aber du läufst schon in die richtige Richtung. Wir können ja mal kurz gucken, wir haben ja so eine Art Questlog, wenn es sich hier nicht so schütteln würde. Ja gut, das Questlog, das kannst du... Deaktiviere, was war doch... Ah ne, haben wir geschafft. Singularitätskern finden, siehst du? Wusste ich hab's geschafft, stand da. Hat er schon. Ja? Na bitte, können wir noch nach Hause gehen. Drück mal B. Das läuft ja völlig falsch. Das wusste ich. Ich wollte nur gucken, was hier in den Kisten drin ist. Ah, siehst du? Strange Thumb Things und Muni. Und was haben wir hier? Irgendwas anderes. Bin begeistert. Ah, da habe ich noch einen vergessen. Was? Fatality. Stasepack. Oh, das können wir immer mal gebrauchen. Stasi-Pack ist immer gut. Mach auf. Stasi-Pack. Ich erinnere mich. Du dich sicher auch. Nee. Nee? Wir haben letztes Mal aufgehört und haben gesagt, wir gucken das nächste Mal, wie wir das Problem lösen. Aha. Naja. Das ist aber schön. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wie wir das Problem lösen. Welches Problem? Ich glaube, wir wussten nicht genau, wie wir weiterkommen. Uiuiui. Du brennst. Aber nur ein bisschen. Ich kann mich gerade überhaupt nicht erinnern. Vielleicht musst du seitlich. Geht das Ding nicht weiter vor? Hängt es fest? Das hängt. Ich guck mal, ob du es seitlich nehmen kannst. Ich habe hier noch eins. Spitze. Klasse. Und nun? Geronimo! Das reicht nicht. Als Maul! Du musstest es ja beschwören. Du musstest es ja beschwören. Im Zweifel für mich, denn ich bin hier vorn. So. Witzige Sache. War das das jetzt? Das Rätsel irgendwie? Nee, das war's nicht. Inventar voll. Können wir denn was rausschmeißen? Kannst ein Medikit nehmen. Können sogar zwei Stasepacks mit rausschmeißen. Nehmen wir dann mal das große Ding hier, damit es sich auch lohnt. Ah, ein Stasepack hauen wir auch mal weg. Wie geht denn das? Entfernen. Ah, gleich zwei weg. So viel brauchen wir eigentlich nicht. Ich hab einen Knoten. Wieso setzen wir den nicht ein? Achso, wir wollten glaube ich sparen auf was anderes, auf was Größeres. Wenn ich mich recht entsinne. Ah, oh, dieses Gebrumme da, dieses Feuerspeie geht mir total gegen den Strich hier. Wir wollen nur nicht sicher, wo wir sind. Super. So, irgendwie mussten wir dahinter. Und wir mussten irgendwas machen. Genau, aber wir kamen hier nicht durch. Flonk, weil hier nämlich Glas ist. Ah, das war auch die Seite, wo wir vor uns waren. Von dort sind wir hochgefahren. Das ist erstaunlich richtig, ja. Aber es kann doch nicht bloß die Lösung gewesen sein, die zwei Dinger da 2 mm vorzuschieben. Nee, oder? Weil sonst müssten wir da nicht nur hoch. Mhm. Warte mal, da ist was. Piep, 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 piep. Moni. Also meinst du, gehe ich nochmal dahin? Richtig, und dann drückst du oben nochmal B. Ah, die berechtigte Frage ist... Aua!
Perseus. Ja, jetzt renne ich direkt durch. Jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Versuch da mal die Dinger ein bisschen seitlich zu nehmen. Was für Dinger? Oh, jetzt drück mal. Ja, ich bin noch hier hinter dem Ding. Voll. Drück mal B. Unrealistisch. Jetzt muss ich da. Hä? Oh Mann, ich bin noch hinter dem Apparat. Versuch den Apparat, kannst du seitlich schieben. Genau. Ah, ich kann das ganze Ding hier schieben. Easy peasy. So, was sagt er jetzt? Wie jetzt? Hä? Ich denke mal, du musst die immer beide. Oder hast du den auf der anderen Seite jetzt mitgeschoben? Nee, das ging ja nicht. Ist ja schon in. Da ist er noch nicht mal weit vorne. Ah! Oh je! Yeah. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier wieder zu dem zurück? Ach, come on, ich war 2 mm weiter hinten. Warte mal, vielleicht musst du den dann irgendwie versuchen, so mittig zu schieben und das Loch zu verstopfen. Geh mal zurück. Also den wieder mitziehen? Ja, zieh den mit. Du musst ein Stück rüber. Brenn doch nicht immer gleich an, das ist voll out. Du brauchst mal ein Medipack. So, warte, stopp. Jetzt wieder ein Stück vor. Wieso brennt der sich denn immer an? Ja, es ist warm, es sind über 30 Grad draußen, aber trotzdem. Was für eine Pussy, ey. Also, ich habe deinen Plan übrigens nicht kapiert. Da waren noch die Säulen in der Mitte. Möglich wär's. Nicht. Und zwischen zwei Säulen kamst du durch in diesen mittleren Gang. Aha. Und dieses Ding dort in den mittleren Gang schieben und die Feuerquelle zustopfen. Ah, die kommt doch nicht aus dem mittleren Gang, oder? Doch. Ist das so? Würde ich meinen. Wo sind wir denn? Jetzt sind wir wieder unten. Ach so. Jetzt haben wir natürlich unser Inventar wieder nicht ausgeleert. Na, ich schmeiß nochmal das hier weg. Und das hier? Habe ich jetzt. Nee. Nee, war richtig. Alles cool. Gut. Schauen wir mal. Das war eins. Laser finden. Die Kanone. So, jetzt fahren wir hoch. Das ist ja auch alles, was ich machen kann. So, du sagst also das Ding hier ein Stück vor. Genau, weiter. Jetzt ein Stück nach links. Rechts. Jetzt wieder weiter vor, weiter. Wieder ein Stück nach rechts. Er brennt bestimmt gleich wieder an, der Loser. Und jetzt nach links. Oh, ist das modern oder so? Habe ich einen Trend verpasst? Es geht nicht nach links. Es geht nicht nach links. Wo kommt denn das Feuer her? Nee, da wird sie auch so erwischen. Ich muss dann nach dem nächsten Stoß erstmal zurück und muss zusehen, dass ich. Das Ding vielleicht noch ein Stück vorkriege. Vielleicht musst du hoch, warte mal. Lauf mal ein Stück nach links. Mal wieder ein Stück hoch, warte mal. Und dann bleibt mal hier so die Säule, die leuchtet zu. Musst du da vielleicht irgendwas machen? Schieß mal. Wie kann man denn. Oh, jetzt habe ich auch so den Medikit genommen. B? Nee, ich wollte eigentlich nur die Waffe wechseln. Ah. Der ist zu weit gerollt. Wieso? Schwein. Das gleiche musst du jetzt glaube ich noch auf der anderen Seite machen. Also zieh den wieder zurück. Oh! Ich brenne! Oh! Gottfried Nacksch!
stellt sich aber an. Was soll ich machen? Der brennt halt einfach gern. Ach, nimm mal ein Medikit bitte. So. Ah, lieber nah rangehen, ne? Nicht, dass er anzündet. So ein Trottel. Wie ist denn der Ingenieur geworden? Oh, Himmelkreuzdonnerwetter. Das Lustige ist, jetzt müsst ihr bis ganz vorspringen. Oh ja, das Feuer war doch vorbei. Na warte, ich gehe nochmal in die Deckung. Warte den nächsten Feuerstoß ab. Ich bin ein wenig genervt. Ein wenig jetzt. Go, 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 Isaac, nicht wieder anbrennen. Ich weiß, du liebst es, aber oh. Fangen wir gleich vorne an. Das ist ja mein Plan, aber dafür müssen wir erstmal ein Stück zur Seite schuppen. Oh, Himmel, fuck, picking, fuck. Das ist zu weit, glaube ich. Kann ich einfach hier eine Granate oder eine Atombombe reinwerfen? Wieso? Wieso? Ich stehe doch hinter dem Ding. Ja, das Ziehen ist gar nicht so einfach, aber. Das Ziehen ist modern gay fuck stupid. Wie hast du das überlebt? Wie hast du das überlebt? Keine Ahnung. Stopp. Zu weit. Das muss doch nicht zerfassen. Schieben darfst du. So, stopp. Stopp. Bleib hier. Bleib bei Pummi. Bleib bei Pummi? Pummi. Da ist ein Pummi. Oh, komm, zieh. Ich rechne mal an, damit man dich heute stopp. Nicht so sehr nerven darf. Boah, das war ja Eagle has landed. Zieh, 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 stopp! Und aus! Ist es vorbei? Zieh, 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 zieh. Ja. Es ist vorbei! Bye, bye! Oh, ich hab noch 3 Minuten. Jetzt kannst du mal in den Mittelgang gehen. Jetzt kommt bestimmt irgendein Vieh, gibt mir einen Klaps und haut mich um. Habe ich noch ein Medikit dabei? Ah, das ist gut. Natürlich wär's. Nicht! Natürlich nicht! Aber jetzt guck mal in die Mitte dort. Also in der Mitte. Ja, ach, hier! Das herkam. Ach, das ist der Übeltäter. Da musst du, glaube ich, ran. Juhu! Wah! Antriebsenergie ausgefallen. Wah, 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 wah. Wort, wort, wort. Hast du ihn? Oh mein Gott, du bist da genau richtig, wo du bist. Genau das, was wir brauchen. Geh jetzt zum Crewdeck. Zum Trudeck. Ich hab so das Gefühl, da kommen gleich Viecher. Ich hab so das Gefühl, du könntest endlich mal die Backen halten. Immer wenn es dunkel wird, kommen Viecher. So, hier war noch ein Medikit drin, oder? Oder? Energiekanone. Komm schon. Komm schon. Oh no. Why do you hate me? Das klingt schon so nach irgendwelchen Viechern. Medikit? Nee. Ich habe das Gefühl, ich brenne an, wenn ich jetzt so nah rangehe. Naja, wir haben doch noch viel Lebensenergie. Was kann da schon schief gehen? Vor allem, wenn wir so viel Munition kriegen, ist das ein super Zeichen. Hallo? Sag bitte nie, dass ich hier wieder nicht durch die Scheibe komme. Nein! Oh! Isaac! Ich hab versucht, die Antwort, aber mein Ton war aus. Sie haben den Singularitätskern. Christine! Ja! Christine! Heiliger, was ist das? Ich glaube, die Scheibe wird den nicht aufhalten, oder? Ah, da raus, Beinchen raus. Ist es nicht der, den wir mal eingefrostet hatten? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall setzt durch die Scheibe durch. No shit, Sherlock. Also, wie viel habe ich noch? Lauf! Ja, ach was! Die Tür sind alle zu! Wir werden sterben!
nicht mehr weglaufen hilft. Schieß doch auf ihn. Was? Was soll das bringen? Hast du mal gesehen, wie fett der ist? Schieß! Stase! Ich glaube, den kann man nur von hinten. Schnell, ja. Den kann man nur von hinten bumsen. Echt? Ich weiß es doch nicht. Denkst, der steht da drauf? Bist du mal? Excuse me! Excuse me! Und bam! Der hat dich nicht getroffen! Ich hänge fest! Ich hänge fest! Komm hier! Hau ihn! Hau ihn aufs Maul! Ich komm hier raus! Ja, was ich lebe, das leg! Dich verspeist und den anderen zum Alpen. Du bist dran. Ich hab ihn genau so gestoßen, dass ich nicht mehr weg konnte. Ich hänge. Okay, die Profis sind zurück. Wir sind wieder da. Robert, ich überlasse dir das Problem hiermit feierlich. Super. Melde mich ab von diesem Stuhl für die nächsten 3 Folgen in der Hoffnung, dass du das in 3 Folgen hinkriegst. Bis dahin, ciao. Tschüss.